Ja, Herr Präsident, sehr geehrte Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen, mit dem Gesetz zur Neuregelung der Rechtsverhältnisse der Richterinnen und Richter sowie der Staatsanwältinnen und Staatsanwälte beschließen wir heute eine umfassende Novellierung des Landesrichtergesetzes, in der Tat aus dem Jahr 1966. Dies bildet die Basis für eine moderne, zeitgemäße, flexible und partizipative Justiz. Es sichert die Bedingungen der Richterinnen und Richter sowie der Staatsanwältinnen und Staatsanwälte in einer starken und effektiven Justiz. Einige Äußerungen von Sachverständigen darf ich hier zitieren, Herr Präsident, weil ich den Eindruck hatte, dass der Kollege Kamieth und ich in verschiedenen Sachverständigenanhörungen waren. Denn selten wurde ein Gesetzentwurf so sehr gelobt wie dieser. Ich darf zitieren, Herr Friehoff vom Bund der Richter und Staatsanwälte spricht von einer massiven Ausweitung der Mitbestimmung. Herr Dr. Freudenberg für den Richterverein der Sozialgerichtsbarkeit bescheinigt der Landesregierung ein Gesetz aus einem Guss. Herr Erkelenz von Verdi nennt es in weiten Teilen sehr gelungen. Frau Striepen vom Deutschen Juristinnenbund bezeichnet es als einen sehr guten Schritt in Richtung Abbau von Benachteiligung von Frauen. Also selten wurde ein Gesetzentwurf so sehr gelobt wie dieser. Denn mit dem Gesetz wird auch die unterhälftige Teilzeit ermöglicht und die Verbesserung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf. Wir nutzen die Möglichkeiten, die uns der bundesgesetzliche Rahmen lässt, indem wir die Beteiligungsrechte vom Präsidialrat auf den jeweiligen Richterrat verlagern. Denn eindeutig wurde, dass Präsidialräte nun mal Chefräte sind und Bezirksrichterräte oder eben Fachrichterräte sind nun mal alle Richterinnen und Richter. Und die wollen wir mit diesem Gesetz erfassen und beteiligen. Ein besonderes Augenmerk möchte ich noch einmal auf die verankerte Fortbildungspflicht legen. Und Herr Kollege Kamieth, auch das haben Sie aus meiner Sicht völlig verdreht. Ich würde mir das für viele Bereiche wünschen, dass eine Fortbildungspflicht verankert ist und dass sie von der Justiz und von den Beschäftigten gewollt wird und begrüßt wird, sieht doch, dass dem Arbeitgeber die Fortbildung der Beschäftigten am Herzen liegt, dass Berufsverbände der Beschäftigten dies aber auch einfordern. Und deshalb muss es zur Fortentwicklung der Justiz einfach gelingen. Und wenn es Überlastungsanzeigen gibt, dann muss das innerhalb eines Jahres auch ausgeglichen werden können. Und Fortbildungen dauern nicht immer 5 Tage, sondern unterschiedlich lange. Uns war es wichtig, dass es in diesem Gesetz steht, weil es eben neben der bundesgesetzlich verankerten, eh schon im Bundesrichtergesetz verankerten Fortbildungspflicht der Richterinnen und Richter, die sich selber immer selbst schulen, zusätzlich noch ein Angebot der Justiz angeboten wird. Die Erweiterung der Altersgrenzen zum Pensionseintritt macht vieles für Richterinnen und Richter und ihre Gerichte flexibler. Dies wird weitestgehend ebenso begrüßt. Die Beteiligung von Anwältinnen und Anwälten am Richterdienstgericht, an Richterdienstgerichten öffnet die Gerichte und so wird ein außenstehendes Element, das bisher im geschlossenen System der Gerichtsbarkeit beteiligt. Das bereichert uns alle sehr. Wir haben ebenso aus der Anhörung Anregungen aufgenommen. Wir haben verstanden, nämlich, dass wir die Neuerungen, die wir mit dem Gesetz einführen, dass sie durchaus genau beobachtet werden sollten. Dass viele da manchmal wurden auch Sorgen geäußert, wie sich jenes oder anderes auswirken könnte. Und deshalb haben wir hier eine Berichtspflicht der Landesregierung gegenüber dem Parlament verankert, die selbstverständlich auch immer noch ergänzt und erweitert werden kann. Außerdem haben wir eine Klarstellung jetzt mit dem Änderungsantrag beschrieben, dass nämlich beim Einsatzort der Richterinnen und Richter die persönlichen Belange unbedingt zu berücksichtigen sind. Also dass diese Abwägung in jedem Fall stattfinden muss mit der Fürsorgepflicht des Arbeitgebers. Mit diesem Gesetz ist die Justiz zukunftsfähig aufgestellt. Ich bin zuversichtlich, dass dieses Gesetz in seinen Grundzügen auch nun die nächsten fast 50 Jahre Bestand haben wird. Ich danke Ihnen für die Zusammenarbeit und wünsche Ihnen noch einen schönen Tag. Applaus